Hallo und willkommen im Mastery-Video. Du hast schon einiges geschafft und kannst echt stolz auf dich sein. In diesem Mastery-Video zum Thema Sachaufgaben mit Dezimalzahlen kannst du alles, was du aus dem Intro- und Basic-Video mitgenommen hast, anwenden und perfektionieren. Bist du bereit für ein schwieriges Beispiel? Aber keine Sorge, mit allem, was wir bereits gelernt haben, wird auch das nächste Beispiel ein Klacks. Du kannst das bestimmt. Im Basic-Video haben sich Verena und Emil beim Eisgeschäft ein Eis geholt. Nun geht ihre Shoppingtour weiter. Gleich neben dem Eisgeschäft entdecken Verena und Emil einen Second-Hand-Shop. Dieser ist neu im Einkaufszentrum und deswegen gibt es dort gerade eine Aktion. Ab drei gekauften Artikeln bekommt man den günstigsten Artikel um den halben Preis. Die beiden Freunde warten nicht lange und stöbern sich durch den Second-Hand-Shop. Verena wird bei der Schmuckabteilung fündig, denn sie wollte schon immer ein Vintage-Bettelarmband haben und hat fleißig dafür gespart. Das Bettelarmband kostet 25,60 € und der passende Anhänger mit Verenas Initialen kommt auf 17,50 €. Dann hätte Verena gerne noch den Marienkäfer-Anhänger um 12,40 € und ein Herz um 20,80 €. Vergiss nicht, dass Verena ab drei Artikeln den günstigsten Artikel um den halben Preis bekommt. Wie viel muss Verena an der Kasse zahlen? Im Mastery-Video brauchst du keinen Tipp mehr und du schaffst das Beispiel ganz alleine. Ich glaub an dich. Drücke jetzt auf Pause, um das Beispiel zu lösen. Nun gehen wir Schritt für Schritt gemeinsam vor. Wir kreisen uns also alle wichtigen Zahlen ein. Wir kreisen die 25,60, die 17,50, die 12,40 und die 20,80 ein. Nun markieren wir uns die Schlüsselwörter. Wir markieren uns alle und, wissen also, dass wir mehrmals addieren müssen. Dann markieren wir uns noch günstigste Artikel und halben Preis und wissen hier, wir müssen noch zwei dividieren. Bevor wir also die Preise der Artikel, für die sich Verena entschieden hat, addieren, müssen wir zuerst den Preis vom günstigsten Artikel halbieren. Wir rechnen also 12,40 dividiert durch 2 und das ergibt 6,20. Nun können wir alle Preise addieren. Wir rechnen 25,60 plus 17,50 plus 20,80 plus 6,20 und das ergibt 70,10, also 70,10 €. Kommst du auf die gleiche Zahl? Super! Nun fehlt nur noch der Antwortsatz. Dieser könnte lauten: Verena muss an der Kasse 70,10 € zahlen. Auch Emil wird im Second-Hand-Shop fündig, denn er hat einen Stand mit Comics entdeckt. Ja, sogar Asterix und Obelix Comicbücher hat er gefunden. Emil entscheidet sich für drei Comics um je 2,33 € und ein Comicbuch um 1,88 €. Auch hier gilt die Aktion, dass der günstigste Artikel nur die Hälfte kostet. Wie viel muss sich Emil von Verena borgen, um die Comics bezahlen zu können? Drück jetzt auf Pause und versuche das Beispiel zu lösen. Nun gehen wir wieder Schritt für Schritt gemeinsam vor. Zuallererst kreisen wir uns wieder die wichtigen Zahlen ein. Wir kreisen die 2,33 und die 1,88 ein. Die Schlüsselwörter 3 und um je verraten uns, dass wir eine Multiplikation brauchen. Dann folgt das Schlüsselwort und, welches uns auf eine Addition hinweist. Das Schlüsselwort günstigste und Hälfte helfen uns bei der Division. Zuerst rechnen wir also 2,33 mal 3 und das ergibt 6,99. Dann dividieren wir 1,88 durch 2 und erhalten 0,94. Nun können wir unsere beiden Ergebnisse addieren. 6,99 plus 0,94 ergibt 7,93, also 7,93 €. Emil muss sich von Verena 7,93 € ausborgen. Und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Du hast Verena und Emil wirklich geholfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lösen aller Sachaufgaben mit Dezimalzahlen, die dir begegnen werden. Ich bin mir sicher, dass du jetzt alle mit Leichtigkeit schaffst.